Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Gear Solid Peace Walker. Nuschel ich? Möglich. Ich bin der Dre, ihr seid auf dem Kanal The Northern Way of Life. Und ja, wir spielen Peace Walker in der HD-Edition Folge Nummer 13, wenn ich mich nicht irre. Und wir gehen heute die Mission, begeben sich zum Hangar des Peace Walkers an. Der Peace Walker ist fast fertig, gehen sie zu seinem Hangar. Ja, los geht's. Walker is being prepped for activation in the hangar at the bottom of the base. Get in there and destroy the AI before it's activated. Mach ich. Was haben wir denn jetzt hier mit? Wir. Ja. Achso, genau, ganz wichtig. NSG lege ich weg und nehme dafür diesmal Ration mit, die ich letztes Mal ja vergessen hatte. Die Umgebungsanzeige hätte ich gerne hier. Da hatte ich ja letztes Mal auch angesprochen, dass man dann das ja so schön strategisch umbauen kann, sozusagen. So. Das lassen wir so, wie es ist. Gut, los geht's. Bin echt gespannt, was da noch so auf uns zukommt jetzt, ne? Ob wir jetzt gleich irgendwie einen Kampf gegen sind die Jungs denn jetzt alle wieder hier? Die hatte ich doch eben gerade noch ausgeschaltet, ihr habt. Ob wir jetzt einen Kampf gegen den Peace Walker gleich haben? Ob man den gewinnen kann? Weil ich hatte ja schon gesagt, es gibt ja insgesamt 6 Kapitel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann so fix den Peace Walker zerstört hat. Wo muss ich denn hin? Nach unten, ne? Oh. Ja, ich würde sagen nach unten. Wieso habe ich denn jetzt hier 2 Möglichkeiten? Ich gehe zum Fahrstuhl. Ist mir egal, was da noch so angezeigt wird. Was? Über mir. Okay. Hey! Ja, du mich auch. Oh. Ja, ich gehe so ein bisschen dreist vor, gerade habe ich das Gefühl. Oh. Aber Dreistigkeit siegt, sagt man ja so schön. Okay, mal gucken. Du hast nichts gesehen. Don't let anyone detect you. Nö, nö, mich entdeckt keiner, keine Sorge. Kase. Merkt auch keiner, dass der Fahrstuhl kommt oder so. Das ist alles kein Problem. Alles im Griff hier. Es ist langsam. Allein kommt man gegen Gegner, die sich koordinieren, nicht an. Oh, die Türen sind offen. Ja, fett. Dann kann ich jetzt ja nach oben, oder was? Und da die Geisel befreien, die da offensichtlich noch rumlag. Liegt. Da, hinten. Da, siehst du. Ha! Hatte ich richtig gehört, ihr habt, wa? So. Oh, hier geht's noch höher. What? Wo geht's denn hier hin? KI-Waffenhanger. Hä, warte mal, dann komme ich ja. Hä? Deswegen hätte man da oben. Aber wo wäre denn das? Moment. Ach du Heilige, meine Mutter. Mhm. Interessant. Ist das da ja? Okay, gehen wir einfach rein. Egal. Oh, ich habe ein E-Mail. Was? Fuck you. E-Mail von WhatsApp.
Schon wieder nur Scam. Wie heißt das? Scam? Doch, Scam. Oh, das sind ja zwei Dudes. What? Die salutieren auch noch. Oh oh. Was war was? Ach, der da unten, oder was? Oi wei, oi wei. Gute Nacht. Das heißt aber, wenn die patrouillieren... Oh. Wenn die patrouillieren... Dann wäre dem das wahrscheinlich aufgefallen, dass der andere nicht da hinkommt. Nur um mal zu erklären, warum ich jetzt beide ausgeschaltet habe. Also würde ich jetzt das bis jetzt beurteilen wollen, was ich natürlich nicht will. Weil bei mir ist das so, dass die Spiele merken, wenn ich mich selber lobe. Aber wenn ich das jetzt machen wollen würde, würde ich sagen, läuft ja gar nicht mal so schlecht. Wieso übersetzt der nice mit sehr nett? Das ist ja Quatsch. Wo geht's da hin? Einfach nur runter wahrscheinlich, ne? Bleibe ich hier oben oder gehe ich runter? Können die mich hören? Die haben ja Kopfhörer auf oder irgendwie sowas. Oder Ohrschützer? Ohrlärmschutz? Mickey Mäuse? Ich finde das so geil. Bei uns in der Firma zum Beispiel. Oh. Wir arbeiten ja an ziemlich lauten Maschinen und deswegen gibt es bei uns so, ja, Oropax im Grunde. Oh, jetzt muss ich hier tatsächlich runter. Okay. Ne, die kann man sich reindrücken und dann bist du quasi taub. Ich liege scheiße. Wenn ich mir die rein, also die stopfe ich mir ganz gerne mal rein, wenn ich nicht pennen kann, weil wenn ich tagsüber pennen, weil ich Nachtschicht habe. Und ich wohne hier quasi direkt an der Straße, wo es zu dem Penny geht, dann drücke ich mir die Dinger ganz gerne mal rein und bin dann quasi taub. So, worauf ich hinaus will ist, dass man, also die Dinger haben wir in der Firma, wird auch empfohlen, die zu benutzen. It's too late, Big Boss. Snake! Was? At last I found her, the culprit who led you here to begin with. Should have taken care of her back at the supply facility. Snake, don't! The mammal pod is finished. Peacewalker's activation sequence is complete. Finished. With the boss, you were loyal to the end. I'll grant you that. But your silence was exactly the answer I needed. 10 years ago, your mission was to kill her. And her mission was to be killed by you. She fulfilled her duty to America to the very end. Thanks to you, Snake, the final missing piece is now in place. And thus, the boss is restored to life as the mammal part. I thank you. Restored to life? You're crazy! I'll let you in on a little secret, Big Boss. You see, I've already selected Peacewalker's initial target. An offshore area in the Caribbean. Oh, Vegas war. Will scatter the fallout all over the surrounding region. Crops and fish will die, leaving plenty of free hands to help us mass produce Peacewalker. Oh, and wouldn't you know, someone's gone and built a pesky little fortress there. Now who would do that? And right in the middle of the target zone too. Oh well, all the better to test the warhead, CEP. You bastard! I wonder who'll miss a ragtag band of pirates all the way out in the middle of the Caribbean. But first, we're going to prove to the White House that our baby can travel the Caribbean coast on its own. The whole world will know of Peacewalker's versatility.
They'll witness the birth of a deterrent that can penetrate both communist and guerrilla-controlled territory, traverse any kind of terrain, and deliver a nuke anywhere it needs to go. Untouchable. Unstoppable. The perfect deterrent. The Cold War's days are numbered. Deterrence isn't only about America and Russia now. You know what? You're absolutely right. While we've been wringing our hands, China, France, even India have surpassed us. There's a free-for-all nuclear arms race brewing just below the surface. The nuclear threat will only spread, which is exactly why we must deter it here and now. And the Peace Walker Project is the key. The advent of Peace Walker will bring calm to this restless world. Don't you see, Snake? We need nukes, controlled nukes, to have peace. Lies! Peace Walker will restore order. Order in the form of a new Cold War. But if the world is to understand the genius of our plan, we must launch! Snake! Stop them, Snake! Don't let him get away! Okay. Oh nein. Scheiße. Fortgesetzt. Ja. Scheiße. Alter, und das in so einem kleinen PSP-Spiel. Was geht? Junge, Junge, Junge. Jo. Alter, was muss ich denn machen, um den S-Ragen zu bekommen? Naja, ich hatte euch ja erzählt hier mit den Ohrstopfen. Und worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, ja, du hörst mit diesen Oropax-Dingern im Grunde gar nichts mehr. Aber laut Arbeitsvorschrift darf man keine Musik oder sowas hören. Also man darf keine In-Ear-Kopfhörer oder überhaupt Kopfhörer tragen, um damit Musik zu hören, weil eines Alarms könnte man das nicht mitbekommen. Ich höre mit meinen Kopfhörern Außengeräusche besser. Als mit diesen, entweder mit diesen Kopfhörern, diese Mickey-Maus-Dinger, diese schalldichten Dinger, oder mit diesen Oropax-Teilen. Das ist wieder so typisch Arbeitsbürokratie-Gedöns, wo irgendwelche Sachen verboten werden oder erlaubt werden, die, naja, ach, da drehe ich mich überhaupt auf. Nur um diesen Punkt mal zu Ende zu bringen. So, zurück zur Motherbase, das hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Ich weiß auch überhaupt, doch, weil die Typen da diese Kopfhörer auf hatten. Ja, wie man manchmal, ne, abschweifen kann. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aha. Okay.
Ja, jetzt muss ich gegen Peace Walker kämpfen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Okay. Kann ich meinen eigenen Metal Gear Sieg dafür einsetzen, vielleicht bitte? Ah, shit, das Ding habe ich noch nicht fertig. Ich vermute nämlich fast, dass das Teil besser ist. Wie, man kann davon nur eine Rakete machen. Reaktive Panzerbüchse. Hohe anfällige Geschossgeschwindigkeit und Treffsicherheit. Das Problem ist jetzt natürlich, um das zu entwickeln, müsste ich Missionen abschließen. Was macht das? Ja, aber... Weiß ich nicht, habe ich schon, brauche ich nicht. Max, haben wir auch noch keine andere? Gibt's nix? Okay, ja, einfach mal angehen, würde ich sagen, oder? Was bleibt uns da viel anderes übrig? Oh, das klingt ja schon ganz anders. Kampf gegen den Peace Walker. Halten Sie den Peace Walker auf. Okay. Peace Walker's active, and its self-defense system is targeting you, Snake. You better find a way to stop it quick. Not Commander, Hilfe! So, ich würde sagen, wir nehmen... Ja, was nehmen wir mit? Die FIM auf jeden Fall. Und das M60. Ich kann leider immer nur zwei richtige Waffen mitnehmen. Hier kann ich nur so, ja, Wurfwaffen und... Also Kleinigkeiten im Grunde mitnehmen. Genau, das ist zum Werfen. Okay, Ration. Jetzt möchte ich hier ganz gerne statt dem Analysegerät auf jeden Fall was zum Heilen mitnehmen. Hier, Chips. Ausweis behaupte ich, brauche ich auch nicht. Da nehme ich... Ich lebe wieder her. Nehmen wir Curry mit. Ja, ran, wa? Mal gucken. Was soll schon schief gehen? Oh, fuck. Ich bin im Arsch. Ich finde geil, dass die Metal Gears sich irgendwie immer, obwohl es ja ein Peace Walker, aber dass sie sich immer wie Dinosaurier oder sowas verhalten. Gott. Wo ist denn der Pot? Da hinten. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Ding hat irgendwas abgeschossen. Okay, das war die letzte. Was? S-Mean? What?
Gut, dass ich jetzt nicht geschossen habe, Alter. Ist richtig. Vielleicht hätte ich nicht gerade da stehen bleiben sollen. Und immer. Ah. Nee, brauchst du nicht. Okay, 4 Striche sind weg. Nein! Oh, zu früh. Fuck you mit Raketenwerfern. Nicht jetzt, Digga. Oder Dicke. Es ist ja der Peace Walker, aber es ist ja dadurch, dass das die Stimme vom Boss ist. Würde ich sagen, es ist die Peace Walkerin. Keine Ahnung. Holy shit. What? Alter, dass Snake auch so scheiß langsam ist. Das geht auch. Ja, gut zu wissen. Okay. Hey, wieder einen weg. Okay, scheiß drauf. Ich glaube, das war knapp. Alter, wenn das Nachladen wenigstens schneller ging. Oder das Waffenwechseln. Was? Kritische Beinschäden? What? Ja, gut. Oh, oh. Face me. Oh nein, das Rollen hat das Nachladen abgebrochen. Was? Beinantriebsmotor? What? Kacke, ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay, noch 2. Noch 1. Ha! Wow! Was jetzt? Zerstört. Yeah. First try.
Alter. Big Boss. Was? Zum Teufel ist da gerade passiert? Ja. There it is. It's still in range. Peace Walker's estimated top speed on level terrain is 25 miles an hour. Come on, I bet you can do at least 30. Haas is on board the Hind 2. I noticed that. She's our client. We have to protect her. Snake, don't let Peace Walker get away. The day is dawning. Go! Yeah! Schon wieder Dreieck! Der Alter! Falsche Richtung! Okay. Okay, ich hab ihn jetzt. Oh mein Gott! Ja. What? Das war vielleicht ein bisschen. Okay. Oh, komm schon. Ja.
Ja, das war ja wohl zu erwarten. Alter Schwede, das artet ja an Arbeit aus hier. Hätte ich das gewusst. Krass. Ey, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Acht von zehn. Ja, damit habe ich gerechnet. Huh. Kampfanzug. Ah, nee, jetzt habe ich ihn. Kaz, Peace Walker's gone. They've got Paz, too. Yeah, but... Why, Kaz? What would Coleman want with Paz? Paz was with the professor, i.e. the KGB. Once Coleman discovered that, he figured out what was really going on between Paz and Galvez. He's trying to figure out how the KGB planned to stop Peace Walker. And he thinks he can get the info from Paz. That's crazy. Paz won't know anything. Well, he probably doesn't buy that. You think Galvez has already been killed? By grabbing Paz, Coleman's saying... Stay out of this, or lose your client. Damn it! I can't believe we didn't realize what was going on before we lost contact with Paz. Don't have time for that, Kaz. Snake! Paz needs our help. Right. This isn't about money anymore. You better move. We know where they're headed. Yeah. You can thank Amanda. Snake, that river you chased the Basilisco across is the Rio San Juan. The other side is our country. I had some Nicaraguan compas track it there. They're Focos, from the GPP faction. So we don't work together so much. Where'd it go? West, along the border, towards Lago Cocibolca. There's a U.S. military supply base on the southeastern shore of the lake. Ever since that earthquake 2 years ago, America's had the entire region to itself. That is where the Basilisco is. I'm sure of it. Lago Cocibolca. How do I get across the border? There's a route that we use to cross. It's just a little boat, but I can introduce you to the captain. Mm. I appreciate it. We will never leave Nicaragua at the mercy of someone like William Walker again. Snake, Coleman's going to launch the nuke from that base. He's targeting MSF. Based on what Huey's told us, it'll take 2 more days to prep for launch. But it looks like there's another reason they picked that date. What's that? Tomorrow is day one of a U.S.-Soviet summit in Vladivostok. The launch is probably connected somehow. That's right. They're holding the SALT II talks. You think Coleman's trying to disrupt the negotiations? Either that, or use it as a bargaining chip. He's still got Paz, too. At any rate, we're running out of time. I'll figure something out. Meine Güte, die Folge ist... Also erst dachte ich, okay, krass, wird sie halt ein bisschen kürzer. Jetzt ist sie 5 Minuten länger als geplant. Naja. Dann ist das so. Jetzt gehen wir noch kurz zurück zur Motherbase. Hoffentlich werden wir da nicht wieder zugequatscht von den Jungs. Ich würde die Folge gerne beenden. Alter Schwede, aber krass. Das ging so ganz entspannt los. Und ey, mittlerweile geht mir die Pumpe. Ja geil, die Dinger sind auch fertig. Perfekt. Was, 9? What? Okay, das war's. Ja, dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, bei der nächsten Folge wieder. Das wäre dann morgen. Und diese Folge hier hat ja wohl mal ein Like verdient, oder was? Jetzt muss ich schon so anfangen. Aber ich würde sie liken. Also ich like sie jetzt schon. Like mich am Arsch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.